25 Jahre Einheit, Sondersendung auf TV Berlin. Heute ist mein Gast Lothar de Maizière. Er war Ministerpräsident von April 90 bis zum 2. Oktober 1990. Und wir sind in der Phase, die NATO-Frage steht immer noch dazwischen, ist noch nicht richtig gelöst. Sie wird aber gelöst, weil die NATO sich verändert. Also einmal die Frage der Veränderung der NATO, die also meiner Meinung nach auch für die Sowjets wichtig war. Und dann gibt es das berühmte Treffen zwischen George Bush Senior und Gorbatschow in Malta auf dem Schiff. Und da sagt Bush, das geeinte Deutschland wird Mitglied der NATO sein und Gorbatschow widerspricht nicht mehr. Das haben wir damals sehr genau gesehen. Ja. Letztendlich war das die entscheidende Phase. Es wird zwar heute historisch etwas anders dargestellt mit dem Kaukasus-Treffen zwischen Gorbatschow und Kohl. Da wird das ja nur wiederholt. Es wird letztendlich nur das wiederholt, was schon zwischen Gorbatschow und George Bush klar war. Das war die letzte wirklich schwierige Hürde auf dem Weg von 2 plus 4. Denn ich meine, die gesamten außenpolitischen Aspekte wurden ja in diesem Vertrag 2 plus 4 zusammengefasst. Die Endgültigkeit der Grenzen Deutschlands, Artikel 1 sagt, das geeinte Deutschland besteht aus Bundesrepublik, DDR und Berlin und so weiter. Die Grenzen mit Polen werden in einem gesonderten Vertrag geregelt. Deutschland verpflichtet sich, niemals ABC-Waffen zu haben, herzustellen und zu besitzen. 370.000 Soldaten und das Artikel 7 ist das Wichtigste. Die Alliierten verüben ihre Rechte als Siegermächte nicht mehr aus. Das Absatz 2, das geeinte Deutschland frei, ist frei und souverän in allen inneren und äußeren Angelegenheiten. Ja. Das ist im Grunde genommen die Formel dafür. Und was die Frage der NATO anging, wurde geregelt, dass die NATO keine Übungen auf dem Gebiet, der dann nicht mehr existierende DDR macht, und auch dort keine Kernwaffen stationiert. Ja. Das Gebiet der ehemaligen DDR ist noch heute militärisches Sondergebiet. Keine Manöver und keine Kernwaffen. Das sollte Herr Putin vielleicht mal nachlesen. Lesen, ja. Also ich betrachte das auch nicht ganz unerheblich als ein Teil meines Verhandlungserfolgs, denn es gab Kräfte bei 2 plus 4, die es anders wollten. Und ich habe gesagt, wir können den Sowjets nicht zumuten, dass wir ein NATO-Manöver unter ihrem Fenster machen, solange die in Winsdorf und in Löbau und sonst was in den Kasernen sitzen. Und da wurde das so festgeschrieben und ist auch nach dem Abzug der russischen Streitkräfte nicht geändert worden. Also alle Probleme werden praktisch bis September gelöst. Ja. Auch innerdeutsch wird alles gelöst. Da naja, innerdeutsch haben wir ja zwei Verträge gehabt, einmal über Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion, und das war ja schon im Mai beschlossen, der Vertrag, und trat am 1.7. in Kraft mit der D-Mark als Zahlungsmittel und allen anderen möglichen Dingen. Dann der Einigungsvertrag am 31. August unterschrieben im Kronprinzenpalais. Und dann eben der wichtigste Vertrag 2 plus 4 am 12. September 1990 in Moskau. Den unterschreiben alle Außenminister. Sie sind auch dabei. Und manche fragen sich, wieso sitzen Sie da als Minister? Na, meine Koalition, bestehend aus CDU, SPD, Liberalen und so weiter, war zerbrochen im August. Aus unterschiedlichen Gründen. Auch weil Oskar Lafontaine der SPD-Fraktion gesagt hatte, Bundestagswahlkampf aus der Koalition heraus macht man nicht. Und ihr müsst sehen, wie er da rauskommt. Richard Schröder war dagegen, aber andere waren dafür. Die Wahlen waren für den 2. Dezember terminiert und so weiter. Den Zeitrahmen mal sieht. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn meine Koalition weg ist, ich kriege keine neuen Minister mehr gewählt durch die Volkskammer. Ich hatte ja keine Mehrheit mehr. Habe also die letzten Tage mit einer Minderheitenregierung regiert und habe die Ressorts, die vorher SPD besetzt waren, an andere Minister übertragen. Also Kledisch, der Gesundheitsminister, übernahm Arbeit und Soziales, Wissenschaft und Forschung übernahm Hans-Joachim Meyer, der Bildungsminister, und ich habe es aus dem Amt übernommen. Insofern war ich zugleich Ministerpräsident und amtierender Außenminister. Und habe damit den Vertrag unterschrieben. Sie wissen, dass Sie jetzt, wenn Sie diesen Vertrag unterschreiben, quasi einen Friedensvertrag unterschreiben. War Ihnen das klar? Das war mir klar. Das war mir absolut klar. Ich habe als Kind meine Großmutter mal gefragt, was ist Gnade? Und als ich in Moskau vor diesem Vertrag saß, habe ich gesagt, Großmutter, jetzt weiß ich, was Gnade ist. Nicht dieses Gefühl, wir beenden die Geschichte, die mit dem Reichstagsbrand begonnen hat. Und über so scheußliche Daten wie 9. November 38 und 1. September 39 und 22. Juni 41 führt und 8. Mai 45 und weiß ich was nicht alles. Und wir dürfen wieder den Kopf heben und sagen, wir sind ein souveränes Volk, das seine Schicksale und seine Geschicke zukünftig selbst bestimmt. Und wie wichtig der Vertrag ist, ergibt sich ja auch daraus, dass die UNO ihn vor 2 Jahren zum Weltdokumentenerbe erklärt hat. Und er schlummert jetzt neben dem Westfälischen Frieden, und das finde ich schon ganz gut.
Geschichten der Geschichte ist ja der Untertitel dieser Sendung. Sie nehmen diesen Füllhalter am Ende mit, war der aus Gold so wertvoll oder warum haben Sie den geklaut? Also, den haben Sie mir richtig geklaut. Den, ne? Habe ich geklaut, ja. Mir war im Prinzip klar, das ist die wichtigste Unterschrift in deinem Leben, wenn du mal von dir absitzt, die man beim Standesamt leistet. Und dachte, es wäre was ganz was Schlimmes, aber als ich mich umdrehte, stellte ich fest, die anderen fünf hat man auch mitgenommen. aber es gibt Bücher, wo steht, da es wäre... Da hätten sich aber geärgert, wenn sie nicht mitgenommen, ja, hätten. Ne? Manche sagen, es wäre ein goldener Füllfeder gehalten, das ist Quatsch, es war ein Billigprodukt, made in Taiwan, mit einer vergoldeten Feder oder sowas. Ja. Hans-Dietrich Genscher ist auch vor 3 Jahren mal geklaut worden, der hat ihn irgendwie wiedergekriegt. Meiner befindet sich im Alliiertenmuseum in der Kleeallee. Die wollten irgend so was Haptisches haben, was an die Zeit erinnert. Haben sie aber nicht verschenkt? Nein, die nerven mich immer wieder und sagen, sie wollen ihn endlich haben. Ich sage, nein, die kriegen meine Enkel. So haben die eine kluge Leiterin, die mir vor einer Weile gesagt hat, sie hätte rausbekommen, ich hätte 11 Enkel. Wie ich dann mit den 11 Enkeln... Jeder kriegt ein Stück. Aber ich sage, das sollen die dann unter sich ausmachen. Wenn das soweit ist, habe ich dann keinen Einfluss mehr darauf, wenn es ums Erben geht. Nein, aber... Ich habe ja auch noch die Menükarte habe ich noch in meinem Büro. Ja. An sich kann ich das nicht leiden, wenn man sich so mit den Trophäen schmückt. Aber dieser Füllfederhalter, das ist schon eine... Das kann ich gut verstehen. Ja. Nun ist ja nicht mehr lange hin, 2 Wochen bis zur Nacht, 2. auf 3. Oktober, die Abstimmung in der Volkskammer. Die erzählt uns Bergmann-Pohl als Präsidentin der Volkskammer ganz genau auch in dieser Reihe. Die will ich jetzt mal überschlagen. Ja, was haben Sie am 2. in der Nacht empfunden? Hat der Kanzler, war der freundlich zu Ihnen und hat gesagt, ja, wissen Sie, am 2. hatte ich ja erstens im Schauspielhaus eine Rede zu halten. Und zwar Abschied nehmen von der DDR. Die DDR aus der Geschichte verabschieden. Ja. Und das ist ein merkwürdiges Gefühl, denn dieser Staat war ja, obwohl ungeliebt, war er 49 Jahre meine Biografie. Mhm. Und die Biografie der Menschen. Nicht? Ich habe zwar gesagt in der Rede, es ist ein Abschied ohne Tränen, aber immerhin, es war ein Abschied. Und nach mir spielte Kurt Masur mit dem Gewandhausorchester die 9. von Beethoven. Ich hatte ihn darum gebeten und ganz bewusst Masur wegen seiner Rolle im Herbst 89. Und draußen sagte ich zu ihm, Herr Professor, ich habe ja solchen Fracksausen. Wenn Musiker Angst haben, nennt man das Fracksausen. Da sagt er, ich erst. Und ich sage, aber Herr Professor, Sie haben doch die 9. schon x-mal dirigiert in Ihrem Leben. Sagt er, ja Junge, aber noch nie zur deutschen Einheit. Also auch das war eben bewusst, dass das eine ganz besondere Situation war. Und dann sind wir also mit Tatütata zum Reichstag gefahren und da wurde dann um Mitternacht die deutsche Fahne gehisst und die Menschen drückten gegen. Das ist die, die man jetzt zwischen uns sieht. Ja, und Kohl hat die Situation sehr genossen, ging auch immer wieder raus und ließ sich feiern, während ich war nur Knüller, nur fix und alle. Das Gefühl, du hast es geschafft, die Aufgabe ist erledigt. Und ich habe danach, 2 Tage später, kriege ich eine Geschichte am Fuß und so weiter. Mein Arztfreund Harald Mau, Dekan der Charité, der sagt zu mir, du hast nichts Ernsthaftes, dein Körper wehrt sich nur, der will mal ausschlafen. Sie wurden plötzlich ganz dünn. Als die Politik begann, wog ich so 67, 68 Kilo. Zum Tag der deutschen Einheit wog ich noch 51 Kilo. Also das hat ganz schön geschlaucht, diese Zeit. Nicht? Und habe ich damals auch wahnsinnig viel geraucht und Kaffee getrunken, Kaffee und Zigarette und im steten Wechsel. Aber es war eben auch dieser unglaubliche Druck. Du hast die Verantwortung für 16 Millionen Menschen. Mhm. Und dafür, dass das Ganze im Lot bleibt, nicht ausufert, keine Gewalt hochkommt. Und es war jeden Tag was Neues zu bedenken. Ich möchte die Zeit nicht missen, aber nochmal machen möchte ich es auch nicht unbedingt. Ihr juristisches Staatsexamen, ja, enthält als beste Note die 1. Ja. Und zwar in allen Fächern. Ja, auch bei Marxismus und Leninismus. Ja. Wenn Sie sich jetzt für die Zeit als Ministerpräsident, als der Beender der DDR auch eine Note geben, ich würde Ihnen eine 1 geben. Und Sie selbst? Nein, so vermessen bin ich nicht. Aber wenn man mir ein Gut gibt, dann werde ich damit zufrieden sein. Sie haben es gut geschafft. Ja, das muss man sagen. Sie werden dann ja Bundesminister für besondere Aufgaben, bleiben in Bonn. Haben Sie sich da wohlgefühlt, ehrlich? Nein, ich habe mich eigentlich in Bonn nie wohlgefühlt. Und das besondere Aufgaben hieß ja eigentlich nur das eigene Haus abwickeln. Das heißt, ich musste 700 Leute entlassen und in die Warteschleife entlassen, von denen sie wussten, dort kommen sie nicht raus, ohne weiteres mehr. Also ursprünglich hatte ich vorgehabt, am 3. Oktober
ganz aus der Politik auszugehen. Das wäre wahrscheinlich richtig gewesen. Aber da stand schon wieder diese Pflichtauffassung. Ja, wahrscheinlich nicht. Die Leute sagten mir, wir brauchen dich da in Bonn noch. Und, aber wissen Sie, die anderen, die aus der Volkskammer dahin kamen, die traten in den Bundestag ein. Ich kam ja nicht aus dem Parlament, ich kam ja aus der Regierung von oben, wenn man so will, und war plötzlich Hinterbänkler. Mhm. Das ist also eine völlig neue Erfahrung, wenn man mal so will. Und aber ich glaube, dass die Zeit, die wir hier besprochen haben, irgendwann am Lebensende mal doppelt zählen wird. Ja, und es war eine erfolgreiche Zeit und eine tolle Zeit. Gut, dass Sie da waren zu dieser Zeit. Vielleicht wäre es dann ganz anders gekommen. Ein Politiker im Westen wollte es ja ein bisschen verzögern. Der hieß Oskar Lafontaine. Ja, gut, aber ich meine, die Quittung hat er am 2. Dezember gekriegt. Ja. Ich bedanke mich, dass Sie da waren. Ich bedanke mich auch dafür, dass Sie diese Zeit bis zum 2. Oktober so gemacht haben, wie Sie gemacht haben. Gratuliere nochmal und danke. Gratuliere uns allen, dass es so gut gegangen ist. Es war manchmal schon ein bisschen brenzlig. Und ich sage ganz herzlichen Dank. Feiern Sie noch weiter. Heute ist Tag der Deutschen Einheit. 25 Jahre ist es her. Ich bedanke mich noch einmal bei Lothar de Maizière. Gerne. Und wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.